Hunde mit den Einsatzstoffen kamen immer wechselseitig mit dem Schrägaufzug oben auf der Gichtebene an und wurden dort dann automatisch in den Gichttrichter gefüllt. Dort oben auf dieser Ebene wurde auch das sogenannte Gichtgas über große Rohre abgefangen. Und dieses Gichtgas war neben der Tatsache, dass es eine wichtige Rohstoffquelle hier auf der Hütte war, ebenso hochgiftig. Und man wollte natürlich verhindern, dass bei der Beschickung zu viel Gichtgas entweichen konnte. Zu dem Zweck gab es hier am Hochofen 3 zwei sogenannte Gichtglocken, also eine Art Schleusensystem, über die die Einsatzstoffe dann in den Hochofen gefüllt wurde. Und diese Gichtglocken verhinderten, dass dieses giftige Gas entweichen konnte. Trotzdem kam es zwischendurch immer mal wieder zu kleineren Unfällen mit diesem Gichtgas. Im Grunde verfügten die Arbeiter über einen recht großen Erfahrungsschatz und wussten schon, wo das Gichtgas stand. Aber wenn es denn dann einmal zu einem solchen Zwischenfall mit Gichtgas kam, dann wurde der betreffende Arbeiter vom Hochofen heruntergebracht und man hat ihm 1 Liter Milch zu trinken gegeben und ihn 1 Stunde an die Ruhr zum Spaziergang geschickt. Dieser Arbeiter, Karl Wunder, ist in der Gasreinigung beschäftigt, in der die Abgase der Hochöfen gereinigt und für die Industrie brauchbar gemacht werden. Die Arbeit ist mit ständiger Lebensgefahr verbunden. Während dieser Aufnahme bricht der Arbeiter mit einer Gasvergiftung zusammen. Das Einzige, was ihm helfen könnte, ist Milch. Aber Milch ist gerade im Ruhrgebiet sehr knapp.